Willkommen zurück, Leute, zu Game Dev Tycoon. Wir hier bei Volo Designs sind gerade dabei, ein neues Spiel zu releasen, nämlich Drachenquest. Das ist heute rausgekommen. Und Nintendo denkt darüber nach, eine Konsole auf den Markt zu bringen. Nice, sag ich da. Aber, so nice das auch ist, ich will erstmal abwarten, wie die ersten Verkaufszahlen zu Drachenquest sind. Und, unsere Analysen der Verkaufsstadt von der Drachenquest Panels und wir haben folgende Resultate. Ein Fantasy- und Rollenspiel, eine großartige Kombination. Level Design scheint für diese Art von Spielen sehr wichtig zu sein. Oh, Level Design ist für diese Art von Spiel sehr wichtig. Meint ihr wirklich? Ich weiß ja nicht. So, mit 50 Forschungspunkten können wir eine eigene Spielengine erstellen. Wenn wir das haben, dann können wir halt richtig krasse Spiele machen. Aber das Problem ist, wir müssen so ein bisschen neue Themen erforschen, weil immer wenn du eins erforscht hast, kommt Neues dazu. Alles wollen wir halt nicht. Virtuelles Haustier. Damit könnte man noch eventuell arbeiten. Forschung beginnen. Erforscht das mal bitte. So, während man erforscht, kriegt man Gott sei Dank auch Forschungspunkte, oder? War das so? Ich mein schon. Und aktuell können wir es uns leisten, nichts zu tun, sag ich mal. Drachenquest läuft. Du hast erfolgreich ein neues Thema erforscht. Virtuelles Haus. Okay. Da machen wir mal was. Ich habe keine Ahnung, wie wir das am besten machen. Thema: virtuelles Haustier. Das Genre: die Simulation sein. Und das Ganze. Da gehen wir mal auf den G64. Da kann man eventuell mehr verticken, ne? Da kann man eventuell mehr verticken. Machen wir mal. Wir nennen es Volo Dogs. Na, so genau. Volo Dogs. Eventuell eine Anlehnung auf, come on, Visado. Können Sie mit einer Tastatur umgehen? Nicht so gut, deswegen benutze ich sie auch nicht so oft. G64, 2D-Grafik, pure Gönnung. Volodox, wir machen unser eigenes Nintendox, aber in besser. Die Frage ist halt nur, wie? Engine wird dafür doch sehr wichtig sein, oder? Gameplay vermutlich auch. Story und Quest ist bei einer Simulation eher vernachlässigbar. Schätze ich. Man muss halt so ein bisschen danach gehen, was man denkt, ne? Welche Erfahrungen man mit Videospielen so gemacht hat. Okay, unser nächstes Spiel können wir fürs TES rausbringen. Nintendo hat heute, oder doch noch nicht, hat heute jüngste Gerüchte bestätigt und die Veröffentlichung einer neuen Heimkonsole namens TES Anfang nächsten Jahres angekündigt. Die Konsole unterstützt Spielmodule und verfügt über einen einzigartigen Controller. Man sieht schon, ergonomisch, ne? Da sind lange Zocker-Sessions gar kein Problem mehr mit dem Ding. So, Volodogs, die brauchen natürlich eine massig künstliche Intelligenz. Bisschen Dialoge wollen sie haben. Wir wollen uns ja auch mit unserem Hund verständigen. Das Level-Design ist jetzt auch wieder vernachlässigbar. Oh, ich bin gespannt. Das könnte halt auch so ein richtiger Flop werden. Ne? Wir werden eventuell auch mal hier und da einen Flop erleben. Es mag auch sein, dass wir mal hier und da eventuell kurz davor sind abzukacken. Hier kann ich es auch jetzt gar nicht einschätzen. Ich würde sagen, Grafik und Sound haben hier große Priorität. Das ist halt eine Simulation. Das soll realistisch wirken. Von daher, ja, gehen wir auf jeden Fall voll auf Technologie. Okay, das wird ein neuer Technologierekord. Drachenquest wurde vom Markt genommen. 16.300 Einheiten, 114.000 Umsatz. So können wir auf jeden Fall weitermachen, ne? Der ganz große Hit bleibt uns da zwar aktuell noch versagt, aber das ist okay. Wir stellen es fertig. Wir haben auch die 50 Forschungspunkte für die eigene Engine. Und wenn das Spiel jetzt nicht total floppt, dann haben wir auch das Cash dafür. Oder haben wir einen Levelaufstieg in künstliche Intelligenz, nice. Spiel veröffentlichen. Hau raus, das Ding. Spielbewertung. Oh. Och, sah gerade ganz gut aus, ne? Nette Erfahrung, sagt Star Games. Wird es wieder so unsere übliche Bewertung? Virtuelles Haus ist eine sehr gute Kombination, sagt Informed Gamer. Dankeschön, Informed Gamer, ihr seid zu nett. Wunderschön. Game Hero, woher ist ja unser schlechtestes Spiel? Ich mag es. Es ist ein durchschnittliches Spiel geworden, aber das ist soweit okay. Da sollten wir auf jeden Fall nicht in die Bredouille durchkommen. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt ein bisschen Zeit damit verbringen, die neue Engine zu erstellen. Auftragsarbeit. Hi, ich habe gerade Volodogs und ich bin von ihrem Talent beeindruckt. Dankeschön. Durchgespielt. Ich bin in der Auftragsvermittlung tätig und wir können ihre Fähigkeiten gut gebrauchen. Wenn Sie jemals knapp bei Kasse sind, geben Sie mir Bescheid.
Und ich schaue, ob ich ein paar Aufträge für sie an Land ziehen kann. Jason, ja, das mit den Aufträgen ist soweit ganz okay. Das Problem ist nur, Geld bringt das so wenig, dass es sich nicht unbedingt lohnt. Da kann man eher, geht eher mehr so ein bisschen um Forschungspunkte, die man dadurch bekommt. Virtuoses Haustier und Simulation, großartige Kombination. Grafik scheint wieder für das Spiel sehr wichtig zu sein. Ja, das sind auch so Dinge, die ich mir halt gedacht habe, ne? Gut, wir wollen direkt die Engine. Wenn das ein bisschen dauert. Aber wir seht ja, ihr seid 247.000. Das Ding, dass wir das auf dem G64 rausgebracht haben, war vielleicht nicht die dümmste Idee. Außerdem, jetzt ist sie da. TES von Nintendo. Da werden wir unseren ersten Mega-Hit drauf herausbringen. Da wird der Wahnsinn. Wär jetzt schon ganz fickerig in der Hose. Wenn ich dran denke. An die Verkaufszahlen. Du hast eigene Spielengine erfolgreich erforscht. Ach, Quatsch. Ich muss jetzt, ne? Genau, ich muss sie erstellen. Das kostet Geld. So, da können wir. Wir nennen sie, Hallo? Bitte gerne. Wir nennen sie, Und die Vologin. Aber ich kann es nicht mal erkennen, was ich da eingetippt habe. Die Vologin 1. 2D-Grafik brauchen wir da drin. Lineare Erzählung brauchen wir darin. Gespeicherte Spielstände. Es wird der absolute Wahnsinn. Diese Engine ist ein Monster. Ein Monster von einer Engine. Kostet uns 90.000. Tun wir. Tun wir, tun wir. Denn Volodox verkauft sich ja noch wie bekloppt, möchte man fast sagen. Wie geschnitten Brot bei Justus ist der Shit. Okay. Geht auch ganz schnell. Wir kriegen auch wieder geile neue Forschungspunkte. Wunderbar. Volodox wurde vom Markt genommen. 24.000 Einheiten, 170.000. Guck mal, trotz der schlechteren Wertung haben wir trotzdem die dicke fetten Verkaufszahlen geschafft. Da bin ich begeistert. Okay, Spiel Nummer 4. Als Thema wählen wir Mittelalter. Genre wird, ja, Abenteuer, Mittelalter-Abenteuerspiel. Plattform 80.000 kostet das. Da ist unser Spiel aber nicht so gut aufgehoben, würde ich jetzt sagen. Das ist, glaube ich, gerade eher auf dem G64 besser aufgehoben. Mit der Vologin 1 arbeiten wir und wir nennen es ein Mittelalter-Abenteuerspiel. Da fällt mir so spontan gar nichts ein. Krieger der Burg. Lol. Das ist ja ein guter Name. Da habe ich Bock. Wir arbeiten hier mit der 2D-Grafik V2. Die ist nämlich ultra heiß. Da wird jeder sofort sagen: Boah, die Grafik, wolle die Grafik. Geil. Ein Abenteuerspiel. Sollte lineare Erzählung haben. Sollte natürlich gespeicherte Spielstände haben. Legt Story-Quest großen Wert. Gameplay lege ich aber auch großen Wert in einem Abenteuerspiel. In der Engine lege ich mal nicht so viel Wert. Wir testen uns ran. Vielleicht wird das auch unser erster großer Flop, nachdem wir gerade unfassbar viel Geld ausgegeben haben und jetzt auch noch unfassbar viel Geld in dieses Spiel buddern. Ja, perfekt, ne? Da, dann. Dialoge sind hier, glaube ich, schon wichtig. Level Design ist hier, glaube ich, auch wichtig. Und künstliche Intelligenz ist auch. Ich habe keine Ahnung. Dialoge mache ich mal ein bisschen höher. Oh. Ich seh den Flop schon kommen. Ich sehe den Flop direkt kommen. Kratzt dir nicht am Kopf? Leg ein Meisterwerk ab, Freund. Grafik schrauben wir runter. Sound schrauben wir runter. Spielweltdesign halte ich schon für wichtig. Ja. Oh, ich habe Angst. Okay, wir haben noch 119.000. Wir können auch unser nächstes Spiel noch bringen, aber ich würde halt gerne schon auf ein Invento gehen. Halt schon so mein Traum, ne? Mein Kindheitstraum verwirklichen und für Nintendo die krassesten Third-Party-Games bringen. Oh, so wenig Technologie da drin. Und auch gar nicht mal so viel Design. Oh, das ist nix. Ich glaube, das ist nix. Ich glaube, Krieger der Burg. Das ist nicht das Übergame, mit dem du gerechnet hast. Wir können Spieltutorial jetzt erforschen und Mono-Sound. Ja, also wenn das mal den Spielbericht erstellen. Kann ich jetzt?
Man muss immer so diesen perfekten Moment finden, wenn man gerade das klicken kann, aber noch bevor dieses Fenster kommt. Wir haben erste Bewertung für unser neues Spiel Krieger der Burg. Ich mach gar nicht hinsehen. Oh, wobei. Hab es tagelang gespielt. Ist vielleicht doch nicht so schlecht, wie ich dachte. Sehr unterhaltsam. Nice. Bestes Spiel ever. Liebe es. Und? Sehr gut. Okay, wunderbar. Krieger der Burg. Ey, bisher wirklich noch keinen einzigen Flop hingelegt. Das dürfte jetzt, oh, 12.000 am ersten Tag. Am ersten Tag. Unsere Analyse nach Verkaufsstand von Krieger der Burg ist beendet und wir haben folgende Resultate erhalten. Mit einem Abenteuer großartig. Künstliche Intelligenz scheint für diese Art von Spielen nicht wichtig zu sein. Plattformgenre Übereinstimmung. G4 Abenteuer großartig. Ja, ist ja ein Traum. Das ist ja ein absoluter Traum. Wir haben schon insgesamt 541 Fans. Die vor kurzem veröffentlichte Spielkonsole TS wurde von Nintendo Inventor ist ein Riesenerfolg. Die Verkaufszahlen haben die Erwartung bei weitem übertroffen. Was ein Kunde sagte, ich liebe die Spiele, die für TS erhältlich sind und das Spielen mit einem Controller macht viel mehr Spaß als mit der Tastatur. Das ist wohl wahr. Das kann man wohl so sagen. Gut, Cash Mash ist auf jeden Fall da. Eventuell, bevor wir hier irgendwas machen, nochmal ganz kurz in die neues Thema Forschung geht. Transport, Rhythmus, Krankenhaus, Gefängnis. Jetzt geht das halt los, dass man sich so Dinge kauft, beziehungsweise erforscht, um halt neue zu finden. Weil die alten, die man hat, sind halt kacke. Was ist Neues dazugekommen? Zeig mal kurz her. Neues Thema, Stadt. Ja, geil. Okay, schauen wir mal, was wir aus den Dingern machen können, die wir haben. Ein Musikspiel. Das kann man später verwenden, jetzt allerdings noch nicht so unbedingt. Unser erstes Spiel war, glaube ich, Mittelalter, ne? Dann können wir das nochmal machen. Mittelalter, aber dieses Mal Mittelalter. Oder haben wir gerade Mittelalter? Krieger der Burg ist doch bestimmt Mittelalter gewesen. Macht keinen Blödsinn. Aber unser erstes Spiel war Sci-Fi, ne? Dann machen wir mal wieder ein Sci-Fi-Game. Geht aber diesmal in Richtung Sci-Fi-Rollenspiel. Durch wieder mit der Volugin. Und wir nennen es den Volo-Effekt. Ja, das ist geil, Volo-Effekt. Klingt nach einem Spiel, auf das ich Bock habe. Oh, weiter? So, Plattform. Ich will halt wirklich gerne für die TES entwickeln, ne? Ich bin halt ein bisschen notgeil drauf, es tut mir leid. Bei der Grafik V2 wird teuer. Aber auf dem TES kannst du halt auch richtig was rauskloppen. Ja, Sci-Fi-Rollenspiel ist eigentlich. Rollenspiel ist so das, was ich wo ich am genauesten weiß, was zu tun ist. Wo ich halt auch die besten Chancen sehe, wirklich starke Spiele zu machen. Wirklich gute. Also. Ihr werdet es ja sehen. So, Level-Design, hier ist mit plus Fragezeichen angegeben. In der Wichtigkeit. Das kriegen wir durch unsere Spielberichte. Mit der Zeit. Aber Level-Design ist eigentlich für die Art von Spiel nicht allzu wichtig. Deswegen bleibe ich da mal. Krieger der Burg wurde vom Markt genommen. Es wurden 31.000 Einheiten und 219.000 Umsatz. Trotzdem haben wir jetzt nicht viel Geld, weil wir die TES-Dings besorgt haben, die Lizenz. Sci-Fi-Rollenspiel, Spielwelt-Design ist hier halt unfassbar wichtig. Das hier ist alles wiederum vernachlässigbar. Und dann gucken wir mal, wo wir hier landen. Ich bin halt schon wieder nicht zufrieden. Design 14. Wir hatten, also Rekord war, glaube ich, 17. Oh, jetzt geht's aber ab. Komm, ich will nur Rekorde sehen, mein Freund. Sado, ich will da wirklich nur Rekorde sehen. Aktuelle Studien weisen darauf hin, dass sich aufgrund des zunehmenden Angebots an Spielkonsolen auch ein Markt für spezialisiertere Spiele entwickeln wird. Einige Spielkonsolen werden bei jüngeren Spielern immer beliebter, während auch andere auf ältere Zielgruppen ausgerichtet sind. Da immer mehr Entwickler auf den Markt drängen, erwarten wir, dass Entwickler in Zukunft zielgruppenspezifische Spiele anbieten werden, um wirklich erfolgreich zu sein. Das habe ich tatsächlich nie so richtig gemacht. Meine Spiele sind immer für alle. Und damit bin ich eigentlich ganz gut gefahren. Neue Forschung für Zielgruppe. Ja, da weiß ich fast nicht mal. Oh, mein Gott. Da weiß ich fast nicht mal, ob ich das überhaupt nutzen möchte. Neuer Rekord in Sachen Design.
Das ist halt auch, das ist super. Das dürfte ein absolutes Mega-Game sein, oder? Wieder nur eine 8. Komm schon, jetzt gönnt mir doch mal eine 9. Wenigstens nur eine 7? Wollt ihr mich verarschen? Das ist ein Megaspiel. Das ist das beste Spiel ever. Nur eine... Also bitte. Den Wollo-Effekt wissen sie hier wieder überhaupt nicht zu schätzen. Das ist der Wahnsinn. Ein missverstandenes Genie. Wie halt auch im wahren Leben. So sehe ich das. Nach dem massiven Erfolg der TES-Konsole gehen Gerüchte um, dass auch Vena, ein anderes japanisches Unternehmen, eine eigene Heimkonsole auf den Markt bringen will. Ob Vena wohl Sega ist? Ich habe keine Ahnung. Aber wir sehen, die Zahlen sprechen für sich. Unsere Analyse nach Verkaufserfolg des Cyber-Rollenspiel großer Kombination, Spielwelt-Design scheint für diese Art von Spiel sehr wichtig zu sein. Naja, das weiß ich ja alles. Wir erforschen nochmal. Schon mal für unsere nächste Engine-Spiel-Tutorials, ne? Jeder liebt es, wenn ein schönes, langes Tutorial zu Beginn ist. Das ist halt Fakt. Unsere Marktanführungsfolge ist vor kurzem das förmliche Spiel Wollo-Effekt ein Überraschungserfolg bei den Spielern. Der Entwickler Wollo Designs ist ziemlich neu in der Spielebranche. Trotzdem erwarten wir gespannt, was er als nächstes entwickeln wird. Da dürft ihr auch sehr gespannt sein. Aber was wir als nächstes entwickeln werden, liebe Freunde, das seht ihr im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.